Nun ist es zwar schon eine ganze Weile her, seit der letzte Harry Potter Band herauskam, und dennoch gibt es immer noch jede Menge Fragen von Fans, auf die es scheinbar keine klaren Antworten gibt. Was macht man in einem solchen Fall also? Theorien aufstellen. Heute stelle ich euch 7 spannende Harry Potter Theorien vor und wer weiß, vielleicht könnte ja sogar die ein oder andere der Wahrheit entspringen. Professor Trelawneys unbemerkte Prophezeiung. In diesem Raum werdet ihr herausfinden, ob ihr die Gabe besitzt, Dinge zu sehen. 2 wahre Vorhersagen von Professor Trelawney sollten inzwischen recht bekannt sein. Die erste sagt sie 2 Monate vor Harrys Geburt gegenüber Albus Dumbledore. Die berühmte Weissagung, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Und die 2. folgte in Harrys 3. Schuljahr, in der sie davon sprach, dass der Diener des dunklen Lords zu seinem Meister zurückkehren und diesem dazu verhelfen würde, wieder zurück an die Macht zu gelangen. Was wäre aber, wenn sie noch ein 3. Mal die Zukunft vorhersagte, ohne dass dies auch nur irgendjemand mitbekam? Im 3. Buch, während der Weihnachtsferien, als die meisten nach Hause gefahren waren, sitzen Harry und Ron zusammen mit Professor Dumbledore und einigen anderen an einem gemeinsamen Tisch im Speisesaal. Als Professor Trelawney hinzukommt, wird ihr sogleich angeboten, sich hinzuzusetzen. Sie jedoch ist strikt dagegen, denn zusammen mit ihr wären sie 13. Sie behauptet felsenfest, dass der Erste, der sich bei einer Runde aus 13 Personen vom Tisch erheben würde, auch als Erster aus der Runde sterben würde. Das Problem war allerdings, dass bereits 13 Leute am Tisch saßen, noch bevor Professor Trelawney sich hinzusetzte. Denn was wohl die meisten übersehen haben dürften, war der Umstand, dass Ron seine vermeintliche Ratte Krätze dabei hatte, also Peter Pettigrew. Bevor Harry und Ron später den Tisch verließen, war es Dumbledore, der sich zuerst erhoben hatte, um Trelawney zu begrüßen. Nun ratet mal, wer im späteren Verlauf der Geschichte zuerst das Seitliche segnete. Ist Madame Hooch verwandt mit einer Harpie? Willkommen zur ersten Flugstunde. Harpien kamen zwar in den Büchern nie direkt vor, dass sie jedoch im Harry Potter-Universum existieren, wird durch das bekannte Quidditch-Team Hollyhead Harpies bewiesen, die sich nach eben diesen mystischen Wesen benannt haben und dunkelgrüne Quidditch-Umhänge zusammen mit einer goldenen Vogelkralle tragen. Eine lustige kleine Theorie geht nun davon aus, dass Orlando Hooch, die Lehrerin für die Besenflugstunden sowie Schiedsrichterin bei den Quidditch-Spielen, unter ihren Vorfahren eine Harpie hatte, der sie ihre gelben Falkenaugen und ihr geschicktes Können beim Fliegen verdankt. Die Geschichte der 3 Brüder repräsentiert Lord Voldemort, Professor Snape und Harry Potter. Es waren einmal 3 Brüder, die in der Abenddämmerung eine einsame, gewundene Straße entlang wanderten. Lord Voldemort zeigt sich im ältesten Bruder, der den Elderstab für Macht und Unsterblichkeit missbrauchen wollte. Snape wiederum wird durch den 2. Bruder mit dem Stein der Auferstehung repräsentiert, der eine geliebte Person verlor und nicht über diesen Tod hinwegkam. Und der 3. Bruder mit dem Tarnumhang spiegelt sich in Harry wieder, der keine Angst vor dem Tod hatte und als die Zeit für ihn gekommen war, er sich ihm freiwillig stellte und ihm wie einen alten Freund in Form von Dumbledore begrüßte. Ist Krumbein in Wirklichkeit Sirius' Bruder Regulus? Er ist ein Kater, Ron. Das liegt in seiner Natur. Ein Kater? Ich glaube, die haben dich betrogen. Sieht mehr nach einem behaarten Schwein aus, wenn du mich fragst. Das sagt ausgerechnet der Besitzer dieser stinkigen Schuhbürste. Regulus Black sollte zu dem Zeitpunkt, als Hermine Krumbein kauft, längst verstorben sein. Der Grund dafür war der Durst, nachdem er die Schale mit der Flüssigkeit austrank, in dem sich das Medaillon mit dem Horcrux von Voldemort befand. Regulus befahl Creature, dem Hauselfen die Höhle zu verlassen und den Horcrux zu zerstören. Regulus hingegen wollte aus dem See in der Höhle trinken und wurde bei dem Versuch von den Inferi getötet. Doch was wäre, wenn er doch überlebt hätte? Was wäre, wenn er wie auch sein Bruder heimlich trainierte, um ein Animagus zu werden? Sich in ein Tier zu verwandeln, würde ihm einen guten Schutz gegen die Todesser geben, gegen die er sich mit seiner Tat ja offen gestellt hatte. Im Verborgenen hätte er weiter versuchen können, den Horcrux zu zerstören. Hatte sich womöglich in Krumbein verwandelt?
Dies würde das hohe Alter des Katers erklären und auch, warum er so bemüht war, Sirius zu beschützen und für ihn sogar sein Leben aufs Spiel setzte. Weiterhin erklärt es, warum der Kater sofort wusste, dass mit Rons Ratte Krätze etwas nicht stimmte. Interessant ist weiterhin, dass Regulus nach einem Sternbild benannt wurde, sowie auch Sirius. Während Sirius für das Sternbild Großer Hund steht, ist Regulus der hellste Stern im Sternbild Löwe. Dass Regulus seine wahre Gestalt nie zu erkennen gab, könnte an seiner eigenen Scham liegen, da er einst unter Voldemort diente. Lebt Snape vielleicht noch? Du hast die Augen deiner Mutter, Harry. Für diese Theorie wurden besonders zwei Punkte angebracht. Zum einen, dass Snape nicht auftauchte, als Harry den Stein der Auferstehung verwendete. Hätte da nicht noch einmal sein Geist erscheinen müssen, um Harry einen letzten Tipp auf den Weg zu geben oder ihm doch zumindest Glück zu wünschen? Und zum anderen wurde Snapes Leiche nach dem großen Kampf nicht mehr erwähnt und vor allem nicht zu den anderen Toten gebracht. Haben sie seinen Körper einfach liegen gelassen? Die Theorie geht nun davon aus, dass Snape nicht durch den Biss und das Gift von Nagini gestorben ist, sondern lediglich ohnmächtig wurde. Hat er sich als Meister der Tränke womöglich vorsorglich mit einem Gegengift versorgt, das er zu sich nahm, bevor er angegriffen wurde? Sollte er überlebt haben, so hat er sich denn aber wohl dazu entschlossen, sich von den anderen zurückzuziehen und irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Die Dursleys waren in Wirklichkeit so grausam zu Harry, weil sich in ihm ein Horcrux verbarg. Ich schwör's, ich hab keine Ahnung! Von einer Sekunde zur anderen war das Glas verschwunden, wie durch Zauberei! Hör zu, es gibt keine Zauberei! Wir wissen, dass ein Horcrux dazu imstande ist, jene in seiner unmittelbaren Umgebung negativ zu beeinflussen. Da Voldemort versehentlich einen Horcrux in Harry erschaffen hatte, nun wäre es da vielleicht möglich, dass Harry, der über mehrere Jahre hinweg bei den Dursleys lebte, deren negative Ambitionen ihm gegenüber unbewusst verstärkt hatte? An dieser Stelle muss man sich dann allerdings fragen, warum er nicht denselben Einfluss auf seine späteren Freunde hatte oder entwickelt sich so ein Einfluss bei lebenden den Horcruxen, wie es Harry ist, nur über eine längere Zeitspanne hinweg? Joanne K. Rowling ist Rita Kimcorn. Das ist eine Besenkammer. Da kannst du dich ja wie zu Hause fühlen. Ich darf doch meine flotte Schreibfeder benutzen, nicht? Die sensationsträchtige Journalistin Rita Kimcorn mit ihrer giftgrünen Schreibfeder ist zwar in der Zaubererwelt sehr bekannt und wird auch von vielen gerne gelesen, doch hat sie sich mit ihrem reißerischen Schreibstil und den nicht immer ganz wahrheitsgetreuen Artikeln in diversen Zeitschriften wie dem Tagespropheten gleichsam auch bei vielen, vielen Leuten sehr unbeliebt gemacht. Neben ihren Artikeln hat sie es allerdings auch mit mehreren Biografien über bekannte Persönlichkeiten auf die Bestsellerlisten geschafft. Als Beispiele seien ihr Werk Armando Dippitsch, Könner oder Knallkopf sowie Leben und Lügen des Albus Dumbledore genannt. Was wäre nun aber, wenn sie es auch in der Muggelwelt zu Ruhm und Reichtum bringen wollte? Was wäre, wenn es sich bei Joanne K. Rowling in Wahrheit um Rita Kimcorn handeln würde, die Harrys Abenteuer an die Öffentlichkeit der Muggel bringen würde. Mit einigen Abänderungen versteht sich, um die wahren magischen Zugänge und Orte der Zaubererwelt geheim zu halten. Wer würde je auf die Idee kommen, dass eine nette kleine Fantasy-Geschichte zu großen Teilen der Wahrheit entspringen könnte? Und das waren 7 spannende und zum Teil vielleicht auch etwas verrückte Harry Potter Theorien. Kennt ihr noch weitere und welche dieser Theorien gefällt euch am besten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal!